Hätte mir zuvor jemand erzählt, was in den letzten 3 Jahren geschehen ist, ich hätte ihn selbst als Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Doch dieses Komplott, und anders kann man es nicht nennen, welches einen weltweiten Panikhype auslöste, um die Massenanwendung eines vollkommen ungeeigneten wie gefährlichen Arzneimittels durchzusetzen. Und das alles im vollkommenen Einklang mit der Weltpolitik, den Wissenschaftsverbänden und der Weltpresse. All das verschlägt einem regelrecht den Atem. Das zugrunde liegende Verbrechen, um das es hier geht, ist kein verzeihlicher Fehler. Nicht die übliche Korruption und auch nicht nur organisierte Kriminalität. Es ist ein systematischer Angriff auf die Bevölkerung durch die eigene Staatsmacht. Es ist ein Staatsverbrechen. Sonntag, 26. März 2023. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Die Worte, die Sie zu Anfang dieser Sendung vernommen haben, stammen aus dem Buch Das Staatsverbrechen. Warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Von Dr. Gunter Frank. Und wenn Sie dieses Buch lesen möchten, haben Sie die Möglichkeit, das Buch käuflich zu erwerben. Selbstverständlich in einem Buchladen Ihres Vertrauens oder aber direkt auf der Seite der Achse des Guten. Gehen Sie dabei einfach auf www.achgut.com und klicken Sie auf den Bereich Shop und bestellen Sie dort das Buch Das Staatsverbrechen von Dr. Gunter Frank. Und der Autor ist mir heute hier zugeschaltet und wir werden gemeinsam über sein neues Buch sprechen. Hallo Gunter, schön, dass du da bist. Hallo, lieber Gerd. Bevor wir aber in das Gespräch eintauchen, möchte ich erwähnen, wer die heutige Folge unterstützt. Es ist Professor Dr. Max Otte von der Privatinvestor Kapitalanlage. Sie haben Fragen zur Vermögensanlage? Gehen Sie einfach auf www.max-otte-fonds.de. Dort erhalten Sie Antworten, zum Beispiel auf die Frage, aus welchen Bestandteilen eine Vermögenszusammensetzung gebildet werden sollte. Die Vermögenszusammensetzung hängt ein bisschen von der Psychologie und auch vom Alter ab, aber grundsätzlich sehe ich an erster Stelle die Aktien zum Vermögensaufbau, zum Vermögenserhalt. Die meisten Deutschen haben an erster Stelle die Immobilie, die gehört für mich natürlich auch dazu. Und als drittes dann als Sicherheit etwas Edelmetalle, die man vielleicht auch persönlich hat. Das wäre so eine Mischung und in welchem Verhältnis, das hängt dann sehr stark von Psychologie und von Lebensalter ab. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.max-otte-fonds.de. Aber nun zu unserem heutigen Gast, Dr. Gunter Frank. Gunter, dein Buch heißt Das Staatsverbrechen. Und das ist ja ein deutliches Wort, weil das Buch hätte ja auch heißen können Das Staatsversagen. Und dann hättest du darüber schreiben können, wie wenig der Staat vorbereitet war auf Covid-19, dass das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde. Aber du hast dich nicht für das Staatsversagen entschieden, sondern für das Staatsverbrechen. Und Verbrechen impliziert ja auch immer eine Absicht. Also, warum sprichst du vom Staatsverbrechen? Ja, in der Tat. Das Staatsversagen habe ich eigentlich im Staatsvirus beschrieben. Doch mit der Covid-Impfkampagne änderte sich meine Sicht auf die Dinge total. Ich habe dann, glaube ich, wirklich verstanden, es ging von Anfang an bei der ganzen Lockdown-Geschichte, die ja völlig irre ist. Es ging bei der Maskenpflicht, bei der Diskriminierung der Corona-Kritiker. Es hatte nur ein Ziel, nämlich den Leidensdruck in der Gesellschaft zu erzeugen, damit die Gesellschaft es akzeptiert, dass ein bekanntermaßen nutzloses und weitgehend wirklich sehr risikobehaftetes Arzneimittel dann politisch durch den Zulassungsprozess gehievt werden konnte. Es hätte nie eine Chance gehabt, also dieser Covid-Genimpfstoff, ich sage jetzt mal Impfstoff bewusst auch, hätte keine Chance gehabt, unter normalen Bedingungen zugelassen zu werden. Doch man brauchte diesen Hype, ja, also dieses wirklich Leiden der Bevölkerung, dass man diesen Retter akzeptiert, der wurde auch entsprechend hochgeschrieben, von der Politik auch so durchgesetzt, um eben einen Mega-Verkaufserfolg zu erzielen. Und das ist ein Verbrechen, weil man nämlich damit ganz bewusst
Millionen Geschädigte und in Deutschland allein mutmaßlich wirklich 10.000 Todesopfer in Kauf nahm, die sonst nie von Covid-19 bedroht gewesen wäre. Und das ist ein Verbrechen, welches vom Staat exekutiert wurde. Und dieses Verbrechen, das vom Staat exekutiert wurde, dieses Verbrechen war nur möglich, weil unglaublich viele Menschen Angst hatten. Sie hatten Angst, dass, wenn sie Corona kriegen, sie auch direkt an Corona sterben. Darum waren sie bereit, sich impfen zu lassen. Woher glaubst du, kommt diese Angst vor Corona? Das war eine ganz gezielte Angstkampagne und die hat folgenden Hintergrund. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, damit man das versteht. Vor etwa 25 Jahren haben Forscher begonnen, Coronaviren zu manipulieren. Mag sein, dass einige von ihnen auch die Idee hatten, daraus wirklich nützliche Dinge für die Bevölkerung zu entwickeln, zum Beispiel HIV-Impfstoffe. Aber es floss immer mehr Geld in diese Forschung hinein und einer der Hauptgeldgeber war eben das Pentagon. Und nach einer Weile wurde ganz offen darüber gesprochen, dass diese genetische Veränderung, diese Manipulation an diesen Viren eigentlich Biowaffenforschung ist. Und Biowaffenforschung benötigt auch ein Gegenmittel für die Zivilbevölkerung. Und da bot sich eben die mRNA-Technologie an, weil sie sehr schnell vervielfältigbar ist und auch neu patentiert werden konnte. Jetzt sind wir schon beim Stichwort Patente. In diese Forschung, die man auch Gain-of-Function-Forschung nennt, wurde wahnsinnig viel Geld reingepumpt. Ja, das sind die ganz großen Player dabei. Das sind die großen amerikanischen Gesundheitsbehörden dabei, vertreten von deren Chefs, Francis Collins, damals Chef, Anthony Fauci, das Pentagon, die zwei großen privaten Stiftungen, Gates-Stiftung, Wellcome Trust und eben auch Big Pharma und noch ein paar andere. Und die haben eine unglaubliche Forschungsmacht, also ein Wahnsinns-Forschungsetat, wahrscheinlich der größte der Welt. Und die standen unter enormem Druck, endlich aus diesen vielen Patenten Geld zu machen. Ja, Patente gibt es ja nur, damit ich in ein Investment, dass ich das sichere, wenn es später zu einem Profit kommt, dass ich über die Patente eben meinen Anteil sichere. Und es gab 4.000 Corona-Patente. Und es ist in 25 Jahren nicht gelungen, ja, Produkte aus dieser Forschung zu einem zivilen Verkaufserfolg zu führen. Das ist ja im Prinzip ja legitim. Wir haben ja viele, viele Errungenschaften, kommen ja aus der Militärforschung, muss ich nur das Navi im Auto nennen. Aber die Gesellschaft hat eben einen Mehrwert dadurch. Und es ist eben nie gelungen. Man hat versucht, einen HIV-Impfstoff zuzulassen. Das Patentamt in den USA hat es dann abgelehnt. Das sei kein Impfstoff, der würde auch nichts taugen und wäre gefährlich. Also all solche Dinge. Dann hat man versucht, den Leuten einzureden, dass der Bioterrorismus vor der Haustür steht und dass deswegen viel Geld in die Gain-of-Function-Forschung fließen muss für Gegenmittel und Impfung. Hat auch nicht funktioniert. Und dann irgendwann hatten die so viel Druck, dass sie dann gesagt haben, das kann man alles nachlesen, das ist alles wörtliche Zitate auch, wir müssen einen Hype erzeugen, damit die Gesellschaft bereit ist, viel Geld in diese Forschung reinzupumpen und damit man endlich die Investoren zufriedenstellen kann. Und der Schlüssel für diesen Hype sei die Presse. Und jetzt ist eine besondere Situation gewesen im Februar 2020. Es gab im wahrscheinlich Sommer 2019 einen Laborunfall. Und ich glaube, es dürfte inzwischen ja bekannt sein, dass die Indizienlage dafür, dass es ein Laborunfall ist, überwältigend ist. Und dieser Laborunfall fand in Wuhan statt. Und die chinesische Regierung hat natürlich gewusst, dass das ein Virus aus der Biowaffenforschung ist. Die haben dann sofort die Corona-Datenbank im Labor runtergefahren im September 19 und haben dann Panik bekommen. Also Peking hatte dann diesen extremen Lockdown veranlasst, weil sie Panik hatten, dass da irgendwie was Unkontrolliertes aus der Biowaffenforschung losgetreten ist. Es hat sich dann gezeigt, dass das Virus gar nicht so schlimm ist, aber die Panik war ausgelöst. Und jetzt gibt es diese berühmte Telefonkonferenz der Virologen. Und da hat dann eben Farrar und dann auch Anderson und Fauci, wie sie alle heißen, da schnell alle zusammengetrommelt. Weil es ihnen langsam auch aufgefallen ist, hoppla, dieses Virus kann ja eigentlich nur in einem Labor hergestellt worden sein an Forschungen, die wir initiiert haben, die wir teilweise auch mit durchgeführt haben. Und das hat sich in dieser Telefonkonferenz auch als Meinung durchgesetzt. Aber die haben gleichzeitig gesagt, oh Gott, wenn das in die Öffentlichkeit kommt, sind wir die Schuldigen an dem Desaster. Und dann werden wir quasi verantwortlich gemacht und diese Forschung kriegt Schwierigkeiten, die Gelder fließen nicht mehr. Also haben sie eine Vertuschungsaktion gestartet und ich denke, das ist jetzt auch nicht mehr justiziabel zu sagen, dass da Christian Drosten auch mittendrin steckt.
Und also zumindest bei der Unterdrückung der Gegenmeinungen. Und ich glaube aber Folgendes. Die Bevölkerung, also die westlichen Regierungen waren im Januar und im Februar 2020 völlig entspannt. Ja, gibt es ja die Zitate von Spahn, von Wieler, von Drosten, ist ja ganz harmlos, ist ja maximale Grippe und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass den Virologen, den Beteiligten klar geworden ist, dass sie jetzt eigentlich auf diesen Panikhype, den China ausgelöst hat, draufspringen können. Dass sie jetzt quasi jetzt den Hype endlich haben, um ihren Ladenhüter, diese mRNA-untauglichen Genimpfstoffe, jetzt endlich zu einem Riesenerfolg machen zu können. Dazu mussten sie aber die westlichen Regierungen unter Panik setzen. Und jetzt kommt deren Wissenschaftsnetzwerk zum Tragen. Die haben dann quasi zum Beispiel Imperial College in London beauftragt, Modellrechnungen zu erstellen, die natürlich herausbekommen haben, es werden Millionen sterben, wenn nicht die schlimmsten Maßnahmen gemacht werden, weil sie brauchten diese Maßnahmen, um später diesen Zulassungsdruck zu erzeugen. Also haben sie mit diesen Modellrechnungen Panik geschürt ohne Ende. Es ist ja dokumentiert, dass Wieler und Drosten zu Seehofer gegangen sind Anfang März und Seehofer unter Panik gesetzt haben. Und quasi das ganze Ding innerhalb von ein paar Tagen ist im Westen gedreht worden. Und dann hat ja Seehofer völlig kopflos seine Taskforce da einberufen, ohne einen einzigen Mediziner, hat dieses unsägliche Panikpapier gestreut in die Presse und dann ging es los. Ja, wir werden alle ersticken, wenn die Großeltern ersticken, dann werden die Kinder schlechtes Gewissen haben und also ganz, ganz schlimm. Und den hat dann auch die Politik, die Presse eingeschworen. Also ich glaube nicht, dass die Presse die Regierung angetrieben hat, sondern umgekehrt. Gibt es ja schöne Belege, wie Merkel mit den Chefredaktionen gesprochen hat und so weiter und so fort. Und so hat man absichtlich brutalst Angst geschürt. Es war ja irre. Ich meine, wenn man sich noch erinnert, was da los war im März, April 2020, in allen Schirmen, in allen Bildschirmen, überall Tote und Panik und Tote. Und keiner hat gesagt, dass die Todeszahl ja ganz normal ist, dass da überhaupt nichts Besonderes ist. Sondern einfach nur pure Panik, was ja da auch dann zu vielen psychischen Störungen und Schäden geführt hat, können wir noch darüber sprechen. Und diese Panik war also ganz bewusst ausgelöst von diesem Biowaffennetzwerk, in dem sie ihre Wissenschaftler losgeschickt haben und jede andere Meinung unterdrückt haben. Also Gunther, du sagst, die Panik wurde geschürt und vor allem die Angst war unbegründet. Und du kannst dafür richtig viele Zahlen und Fakten präsentieren. Und die kann man alle in deinem Buch nachlesen. Und deswegen empfehle ich wirklich jedem, das Buch zu kaufen, denn dort kann man die Zahlen und Daten nachlesen. Zum Beispiel kannst du nachweisen, dass zu keiner Zeit innerhalb der Corona-Krise die Intensivstationen überlastet waren und dass es keine Übersterblichkeit gab. Und jetzt höre ich schon, wie ganz viele Leute sagen, was redet der Dr. Frank da? Ich war doch dabei, ich habe das doch erlebt. Wir haben doch jeden Abend um 19 Uhr die Fenster geöffnet und haben applaudiert für all das Pflegepersonal, das komplett überlastet war. Und jeder kennt auch eine Nachbarin oder eine Verwandte oder Bekannte, die im Pflegebereich arbeitet und von einer gnadenlosen Überbelastung berichtet hat. Und dann gab es im Fernsehen die Bilder und dann gab es Bergamo und die ganzen Horrornachrichten. Und was sagst du denn zu all den Leuten? Warum stimmen die Daten nicht mit unseren Bildern überein? Ja, weil es eine gezielte Kampagne war. Man wollte den Eindruck erwecken, als sei Covid-19 etwas ganz Außergewöhnliches, was es nie war. Es hat eine Besonderheit, da können wir nachher vielleicht drüber sprechen, aber es war in keiner Weise, in irgendeinem Sekunde, ja, drohte das Gesundheitssystem deswegen überlastet zu werden. Die haben natürlich durch die Corona-Schutzmaßnahmen die Arbeit in den Krankenhäusern massiv erschwert. Sie haben teilweise auch durch die Testerei ständig gesunde Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Also sie haben den Personalmangel und die Personalbelastung quasi künstlich erzeugt. Aber von den Belegungszahlen hatten wir historische Tiefstände. Und das ist der Bundesregierung natürlich von Anfang an bekannt gewesen. Und das Irre ist ja, dass das Bundesgesundheitsminister selbst eine Analyse in Auftrag gegeben hat, die Leibniz-Analyse, die im April 21 sogar offiziell vorgestellt wurde. Und da steht klar und deutlich drin, wir hatten eine historische Unterbelegung von, ich glaube, 13% übers Jahr gerechnet. Und auf den Intensiv ebenfalls historische Unterbelegung. Ja? Und sie schreiben, und es ist ja das Normalste von der Welt, dass es punktuelle Überbelastungen gibt im Winter. Das war immer so gewesen. Aber sie schreiben ganz klar und deutlich, es war immer genügend Leerstand da, um zu verlegen.
Ich erlebe das immer wieder in Diskussionen, in Talkshows, dass dann gestandene Chefredakteure kommen. Ja, wir haben doch gefilmt auf den vollen Intensivabteilungen. Oder so ein schlauer Bundestagsabgeordneter kommt dann. Ja, aber meine Chefärzte haben mir doch erzählt. Dann habe ich gesagt, okay, nehmen Sie Ihr Kamerateam, wir gehen auf irgendeine Intensivabteilung. Sie können Menschen dort filmen, die leiden, weil Menschen deswegen auf Intensiv kommen, wenn sie schwer krank sind. Das können sie immer filmen. Daraus eine Katastrophenmeldung zu machen, ist ja wohl wirklich, ich sag mal, ein bisschen selektiv. Und dem Abgeordneten habe ich gesagt, nun lassen Sie sich mal die Belegungszahlen der Chefärzte geben. Sie werden sich wundern. Und wenn, selbst wenn die tatsächlich voll waren, ihre Krankenhäuser in ihrem Wahlkreis, dann müssen die im Nachbarkreis leer gewesen sein. Sonst stimmt nämlich die Analyse der Leibniz-Berechnung nicht. Aber geht nicht in deren Hirn rein, weil die sind so voller Wahn. Die sind so in der Kampagne verstrickt, dass das bei denen nicht reingeht. Das ist irre. Also wirklich, wir haben eine komplette Verdrängung der Wirklichkeit erlebt. Eine Zahl, die mich besonders schockiert hat, ist, wie ungefährlich Corona für die Kinder und für die Jugendlichen war. Und es hat mich deswegen so schockiert, weil wir die Kinder und die Jugendlichen in absurde Maßnahmen hineingezwängt haben. Und wenn man sich mal die Zahl anschaut, jeder Tote, klar, ist ein Toter zu viel, aber es gibt so wenig Opfer unter 20 Jahren an Corona. Und die meisten davon sind auch mit Corona gestorben und nicht an Corona. Das heißt, als sie starben, waren sie Corona-positiv und sind dann zu Corona-Toten gezählt worden. Da die Zahl so gering ist, habe ich mal eine provokante Frage. Kannst du als Mediziner ausschließen, dass mehr Jugendliche an der Impfung gestorben sind als wirklich an Corona? Ausschließend. Nein, nein, überhaupt nicht. Es sind mit Sicherheit mehr Jugendliche an der Impfung gestorben als durch Corona. Es gibt ja Covid, also es gibt ja, das sind ja, glaube ich, eine Handvoll Fälle bei den Kindern und die waren alle schwerst vorerkrankt. Und wenn junge Menschen gestorben sind an Covid-19, gerade in der Anfangszeit, dann wurden die Opfer der sogenannten strategischen Frühintubation. Ja, besonders in Bergamo, Wuhan und New York. In New York schätzt man ja 30.000 Tote durch völlig unnötige Beatmung, die man ja am Anfang gemacht hat. Übrigens auch im Prinzip ein medizinisches Prinzip wurde gebrochen in der Corona-Krise, nämlich, dass der Arzt für den Patienten da ist. In der Corona-Krise war das Motto gewesen: Wie schütze ich das behandelnde Personal vor dem Patienten, dass der Patient sie nicht gefährdet? Also habe ich beatmet, damit der Patient mich nicht ansteckt, und ich habe die Kinder fürchterlich, ja, in ihrer Entwicklung gestört. Ich habe ihnen Unglaubliches zugemutet, auch psychisch, damit wir uns, die Älteren, sich schützen. Ja, die Kinder mussten Masken tragen, sie durften sich nicht bewegen, sie durften ihre Freunde nicht treffen, damit die Eltern, die Großeltern und die Lehrer geschützt werden. Was ist denn das für eine Gesellschaft, die das zum Prinzip macht? Fürchterlich. Ja, also da wurde ethische Grundsätze gebrochen, also wirklich wie die Streichhölzer reihenweise. Und nochmals, es wurden bei der Behandlung von Covid-19 massive Fehler gemacht. Und die Schreckensmeldungen aus Bergamo, gerade die jüngeren Todesopfer, die waren ganz maßgeblich auch dieser strategischen Frühbeatmung geschuldet, die in allermeisten Fällen völlig unnötig war. Und die Leute würden heute noch leben, hätte man das nicht gemacht. Am gefährlichsten war das Virus für Menschen über 70. Aber auch da die nächste provokante Frage: Kannst du ausschließen, dass eine gewöhnliche schwere Grippe nicht ähnliche Auswirkungen auf die alte Bevölkerung in unserem Land gehabt hätte wie eben Covid-19? Also Gerd, jetzt redest du in doppelten Verneinungen und Ausschließen. Da muss ich jetzt erstmal den Satz nochmal anschauen. Also es sind keine außergewöhnlichen Risiken. Es sind ganz normale Lebensrisiken, über die wir sprechen. Nichts war an Covid-19 irgendwie bedrohlich. Es gab Besonderheiten. Ja, also die Ansteckung könnte man sich anschauen, auch dass manchmal wirklich auch sehr schnell Lungenentzündungen sich entwickelt haben, die durchaus gefährlich sein konnten. Nicht in einem epidemiologisch relevanten Ausmaß, aber für den Einzelnen schon. Und da kommt dann auch die berühmte Furinspaltstelle zum Tragen, nämlich das Teil, was künstlich in das Coronavirus eingepflanzt worden ist. Und tralala, Fanfaren, ja, wo kommt die Furinspaltstelle her? Entspricht der Bauplan genau einem Moderna Patent aus 2016. Ja, ist unfassbar. Die haben das Ding da eingebaut und es kommt noch unfassbarer. Es gibt eine Blaupause für SARS-CoV-2. Peter Daszak,
Der Chef der Eco Health Alliance, die gehört in dieses Biowaffennetzwerk, ist, wenn man da auf die Homepage geht, die retten die Welt und Zoonosenforschung. Das ist eine Geldwaschgeschichte. Da hat Pentagon-Gelder wurden da gewaschen, damit sie dann als Forschungsgelder nach China flossen, ja, unter Moratorium wahrscheinlich sogar, also hochkriminell. Und dieser Peter Daszak hat mit der Leiterin des Wuhaner Labors, Frau Zheng Li, 2018 einen Forschungsantrag eingebracht. Und dieser Forschungsantrag ist die Blaupause für SARS-CoV-2, ein SARS-Virus, in dem die Furinspaltstelle eingebaut werden soll. Ja, gibt's sowas? Und jetzt rate mal, wer den Antrag abgelehnt hat. Das Pentagon. Und so, warum? Ja. Weil wahrscheinlich jemand im Pentagon gesagt hat, hoppla, die bauen da Biowaffen in Wuhan, das ist uns vielleicht doch nicht so recht. Ja? Und jetzt pass mal auf, SARS-CoV-2 gibt es trotzdem. Die haben das irgendwo gemacht, wahrscheinlich eben in Wuhan. Und jetzt kommt es noch doller. In diesem Forschungsantrag steht auch drin, dass man das Gleiche mit einem MERS-Virus machen will. Und die Furinspaltstelle hat eben SARS-CoV-2 ansteckender gemacht. Vielleicht wäre wäre dieses Coronavirus ohne die Furinspaltstelle nur ein Schnupfen gewesen. Und mit der Furinspaltstelle, vielleicht war das die Ursache, hatte es das Potenzial einer mittleren Grippe und im Einzelfall durchaus auch tödlich. Es kam vor. Aber MERS hat eine Sterblichkeit Faktor 10 zu diesem SARS-Virus. Ja, und das war auch im Forschungsantrag gestanden. Ja. Also wahrscheinlich haben sie es da auch schon irgendwo gemacht und es lagert in irgendwelchen Kühlschränken in Wuhan. Also das ist ganz, ganz entsetzlich. Und ich muss an der Stelle auch nochmal wirklich meinen Riesenrespekt vor Professor Roland Wiesendanger aussprechen, der das Ganze wirklich, wirklich öffentlich gemacht hat, der im Ausland hoch anerkannt ist. Ja, also wo man seine Nachforschungen zu dem Ursprung von SARS-CoV-2 sehr, sehr ernst genommen hat. In Deutschland wurde er verhöhnt von irgendwelchen Faktenforschern, ja, ich kann, mir fehlen die Worte, ja, diese Scharlatane möchte gern Journalisten irgendwie ernst zu nehmen, aber sie sind ernst zu nehmen, weil sie nämlich die hochrangigsten und renommiertesten Menschen einfach im ZDF oder ARD diskreditieren oder im Spiegel. Ja, also Herr Wiesendanger gehört da großer Respekt, was er da auch alles zutage gebracht hat. Also diese Forschung hat stattgefunden, findet noch statt und ich möchte nicht wissen, was da alles in den Kühlschränken lagert da in Wuhan. Da du Professor Wiesendanger angesprochen hast, du zitierst in deinem Buch ein Sprachbild, das er benutzt, nämlich das Tschernobyl der Virologie. Und so nennt er eben die Entwicklung dieses Virus, Covid-19, das laut einer Theorie in einem Labor entstanden sein kann. Und es sieht auch so aus, als sei dem so. Er spricht von einem Tschernobyl der Virologie. Und das spricht aber schon dafür, dass das Virus, weil es uns ja auch global so aus der Bahn geworfen hat, dann doch sehr gefährlich war. Wir haben gerade gesagt, dass es für Jugendliche und für Kinder und für Menschen in meinem Alter nicht so gefährlich ist. Aber was ist denn dann das Gefährliche an diesem Virus, dass Herr Wiesendanger von einem Tschernobyl der Virologie spricht? Also da würde ich mich noch im Detail von Herrn Wiesendanger unterscheiden, nämlich nach der Infektionssterblichkeit. Und das ist das Maß der Gefährlichkeit. Ist SARS-CoV-2 nicht gefährlicher wie eine mittlere Grippe, Punkt. Dennoch hat es Todesopfer gefordert, wie eine Grippe eben auch. Tschernobyl aber ist deswegen der richtige Begriff, weil durch diese Katastrophe einfach die Gefahren einfach bewusst geworden sind und dann eben auch Maßnahmen getroffen worden sind, wie man das besser kontrollieren kann, wie man da endlich die Dinge in den Griff kriegt. Und das ist für mich das Wichtige an dem Begriff Tschernobyl, dass wir uns der Gefahren der Genofunction-Forschung wirklich auch bewusst werden und endlich eine Regulierung und eine Offenlegung der Labore fordern, die überall auf der Welt ja anscheinend diese Forschung machen. Wir wissen gar nicht, was die treiben. Es gibt Meinungen, ja, und auch von AXE-Autoren, die also renommierte Forscher sind und unter Pseudonym schreiben, dass man das nicht übertreiben darf, diese Gefahr, weil ein hochtödlicher Virus wird sich nicht so verbreiten, weil es den Wirt einfach vorher umbringt. Deswegen wird es, wenn ein Virus sehr, sehr tödlich ist, wird es wahrscheinlich nicht zu diesen Katastrophen wie in den Hollywood-Filmen kommen. Gut, das ist eine Meinung. Ich würde es gerne nicht unbedingt auf die Wirklichkeitsprüfung ankommen lassen. Und deswegen ist die Forderung von Herrn Wiesendanger ebenso wichtig, endlich internationale Abkommen wie beim Atom auch zu treffen, um diese Laboren endlich zu überprüfen, was da los ist. Und deswegen ist Tschernobyl der richtige Begriff, aber nicht, weil SARS-CoV-2 so schlimm war wie eine Atombombe. Nein, war es nicht. Aber da schlummert noch einiges in den Kühltruhen und das sollten wir uns anschauen.
Ich habe mir selber immer wieder die Frage gestellt, warum die Menschen sich so bereitwillig auf diese Impfung eingelassen haben. Und ich versuche mir das so zu erklären, dass es gibt ja Menschen, die haben Flugangst, deutlich mehr als Angst, in einem Auto zu sitzen. Dabei wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen, deutlich höher ist als bei einem Flugzeugabsturz. Aber in einem Flugzeug fühlt man sich, oder in einem Flugzeug ist man komplett ausgeliefert, und in einem Auto hat man das Gefühl, die Sache noch irgendwie unter Kontrolle zu haben. Kann es sein, dass die Impfung einfach bei einem Großteil der Bevölkerung das Gefühl ausgelöst hat, ich tue wenigstens irgendetwas, und sie deswegen gar nicht gemerkt haben, dass sie etwas tun, was mehr Todesopfer fordert, als hätte man sich dem Virus einfach ausgesetzt? Also wirklich diese Angstkampagne und diese auch gezielte Entmenschlichung der Kritiker, ja, mit dem Angebot, wer sich impft, ist bei den Guten, hat wirklich also komplett den Verstand abgeschaltet bei vielen Menschen. Das ist ja auch ein genetisches Programm, das ist sogenannte Gruppenmoralismus. Die Evolutionssoziologen forschen ja an solchen Dingen. Ja? Also wie kann man den Verstand von Menschen abschalten? Ich meine, das führt ja auch zu diesen schönen Zitaten, die man ja auch sehen kann, dass dann junge Leute, die gefragt werden, warum sie sich impfen lassen, ja, weil sie die Menschen in Afrika schützen wollen. Also es ist vollkommen irre. Und das ist eben das Problem, wenn unsere Gesellschaft, die Funktionseliten unserer Gesellschaft nicht mehr auf Sachverstand hin ausgewählt werden, sondern aufgrund ihrer moralistischen Haltung zu den Dingen. Und das mit dem Moralismus ist ja so ein Problem, ja, dass viele Dinge hören sich schön an, aber sie bewirken das Gegenteil. Und dann kommt jemand und sagt, ey, stopp mal, also Biolandbau ist super, ja, aber hat halt die schlechteste Ökobilanz. Ja, wieso? Und dann ist das schon unbequem und dann wird derjenige halt aussortiert und nicht mehr eingeladen in Ausschüsse oder kriegt gleich die Frühberennung. Habe ich alles erlebt. Und so haben wir also in der Gesellschaftsspitze, damit meine ich wirklich auch die Medien, mediale Spitze, ich meine die Wissenschaftsspitze, die Wissenschaftsspitze, ja, aber auch in Unternehmen, wir haben dadurch durchweg fast nur noch Leute sitzen, die aufgrund ihrer moralischen Haltung Entscheidungen treffen und die vor allen Dingen Kompetenz wegmobben. Ja, also jemand, der einfach gut ist, aber halt sich mal einen kritischen Kommentar erlaubt, der wird nicht gefördert, der kommt nicht mehr hoch, weil eben diese Kompetenz kann ja den Moralisten enttarnen. Und so haben wir in Deutschland ein Riesennetzwerk von Inkompetenz geschaffen, welches dann sich vor den Karren einer solchen Kampagne spannen lässt, einer Impfkampagne, die vollkommen irre ist. Und da die Menschen halt, ja, wir sind Bundesrepublik Deutschland. Vor 30, 40 Jahren haben wir noch einigermaßen die Wirklichkeit erzählt bekommen in der Tagesschau. Ja, die Universitäten haben sich noch einigermaßen an die Wirklichkeit gehalten. Und deswegen vertraut man diesen Institutionen. Und wenn dann alle unisono sagen, diese Impfung ist unsere Rettung und die Kritiker sind Schwurbler und Nazis, dann fällt es den Leuten wahnsinnig schwer, da ihrem eigenen Körper eigentlich zu vertrauen oder ihrer eigenen Intuition. Ja, weil es hat doch. Wo waren denn die Leichen auf den Straßen, die überfüllten Krankenhäuser? Wenn man mal ein bisschen nachgeschaut hat, hat es doch alles überhaupt nicht gestimmt. Aber die Leute waren so fanatisiert, so in dieser Angst und dann später in diesem Taumel, alles für die Guten einzutreten, dass sie komplett ihren Verstand abgeschaltet haben. Man sieht einfach, Massenwahn funktioniert. Es wurden einfach Bilder benutzt, die es aber eben vorher auch schon gegeben hat. Also, dass unser Gesundheitssystem runtergespart wurde, das war auch schon 2019, 18, 17, 16, 15. Ich habe 1997, 1998 Zivildienst gemacht, und auch schon da haben Leute sich beklagt, dass nicht genug Personal da ist. Das heißt, sie haben einfach Bilder genommen, die schon seit Jahrzehnten da sind, und haben die genutzt. Aber ich frage mich, warum das bei der Bevölkerung verfangen hat. Warum haben nicht die Menschen, die in den Hospitälern arbeiten, gesagt, ja, die Bilder, die ihr jetzt zeigt, die gab es 2014 auch schon. Also warum haben so viele Leute mitgemacht? Das Gesundheitssystem ist ein Verkrankungssystem, weil es inzwischen an den Kranken verdienen will und die Leute nicht mehr gesund haben möchte. Ja, und dann werden die Leute teilweise auch krank gemacht durch Normwerte, die nicht stimmen, durch zu viele Operationen und so weiter. Das ist aber ein anderes Thema, lassen wir mal außen vor. Das andere, was du sagst, ist halt das ist Verstand abschalten. Aber da gibt es halt wunderbare Forschungen, die ja zeigen, wie man Menschen unter Druck setzen kann und mit Autorität für das Gute einzutreten, obwohl die Menschen merken, das ist eigentlich falsch, machen sie es trotzdem.
Ja, oder dass zum Beispiel gibt es auch die schönen Versuche, wo also Menschen sagen, da ist eine blaue 2 und dann sagen die alle, das ist rot. Und dann kommt irgendwie einer dann dazu, die Versuchsperson, und dann sagen die alle, das ist rot. Und dann irgendwann sagt er auch, das ist rot. Also es funktioniert. Und wie perfide das alles war, zeigt eine Studie der Universität Yale aus dem Sommer 2020. Da hat nämlich die große amerikanische Gesundheitsbehörde, NIH, dessen Leiter Francis Collin ganz vorne dabei war in diesem Biowaffennetzwerk, einen Studienauftrag gegeben. Welche Botschaften führen dazu, dass Menschen sich Covid impfen lassen? Im Sommer 2020, da hat noch keiner gewusst, dass man innerhalb von einem Dreivierteljahr einen Impfstoff entwickeln kann. Ja? Seltsam. Also, und was kam raus? Natürlich Botschaften wie: Impfverweigerer sind Sozialschädlinge, sie bringen die anderen Menschen um, sie verbrauchen die Ressourcen. Ja? Und jede seriöse psychologische Studie hätte gesagt, mit diesen Botschaften darf man keine Impfkampagne machen, weil man hetzt die Leute gegeneinander auf und das kann tatsächlich dazu führen, dass sogar Morde geschehen, dass Leute totgeschlagen werden. Das ist der Gruppenmoralismus, der kann sowas, der kann zum Völkermord führen. Aber sie haben, das muss man sich mal vorstellen, jetzt könnte ich mich richtig in Rage reden, weil die haben tatsächlich diesen Gruppenmoralismus, ja, diese Entmenschlichung der Kritiker ganz absichtlich genutzt und haben sie in die Kampagne einfließen lassen. Unsere Regierung hat mitgemacht, die Medien haben mitgemacht, die Medizin hat mitgemacht, die Patienten schützen soll und jetzt hat auch noch mitgemacht, die Kirchen haben mitgemacht. Die Kirchen haben sich volle Lotte an den Karren, sich vor den Karren spannen lassen, einer entmenschlichten Kampagne der Biowaffenforschung. Das müssen sich mal bitte schön unsere Pfarrer mal anhören. Ja, das ist einfach das Allerletzte. Ja, Impfen ist Nächstenliebe. Nicht Geimpfte ausschließen. Sie haben kein Recht auf das Hosianna. All das. Ich habe jetzt Zitate auch im Buch drin. Ein Zitat habe ich mir rausgeschrieben, und zwar vom 6. November 2021. Da hat Franz Sieder, römisch-katholischer Seelsorger in Amstetten, gesagt: Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Impfverweigerung eine Sünde ist. Sie sollen sich mal in Grund und Boden schämen. Ja, da braucht man die deutsche Geschichte nicht zu bemühen. Das reicht mir vollkommen aus, was wir 2020, 21, 22 erlebt haben. Ja, das Aufhetzen der Bevölkerung und wirklich das Stigmatisieren von Kritikern. Und das im Namen der Nächstenliebe. Das ist schon ein starkes Stück. Also, meine lieben Pfarrer, also, nee, ich sage es mal nichts mehr. Noch ein anderes Zitat, was ich bei dir gefunden habe, und zwar von Janosch Dahmen. Ja, der ist der Kollege und einer der Corona-Treiber und Hetzer per Excellence. Ja. Der hat gesagt, nach dem Evaluationsbericht: Die Abwesenheit von Evidenz zur Wirksamkeit ist keine Evidenz für die Abwesenheit von Wirksamkeit. Und Entschuldigung, argumentieren so nicht Leute, die mir homöopathische Mittel andrehen wollen? Also nur weil ich ein Mittel nicht nachweisen kann, heißt das nicht, dass die Zuckerkugel nicht Also, wirkt. ich weiß ja nicht, wer denen ins Hirn geschissen hat, aber sie sind halt Teil der Kampagne. Sie wehren sich mit allen Mitteln. Ich meine, der Kollege Zimmermann, Andreas Zimmermann auf der Axe hat es so schön beschrieben. Ja, also das ist ja der Beweis, dass der Weihnachtsmann existiert, weil ich habe ja keinen Gegenbeweis. Ja, wobei Dahmen natürlich irrt. Was Dahmen natürlich sagt, ist völlig falsch, weil wir haben ja Evidenz, dass es nicht funktioniert. Nehmen wir den Ländervergleich. Übrigens an der Stelle nochmal, sollen sich die Sachverständigen schämen, ja, von des Evaluierungsberichtes. Sie verstecken, ja, die wissenschaftliche Wirklichkeit irgendwo in der Mitte des Textes, reden sogar von Verfassungswidrigkeit, reden davon, dass es keinen Nutzen bringt, um dann irgendwo, und jetzt sage ich mal ganz bewusst verschwurbelt, zu sagen, aber eine gewisse Plausibilität für die Maske wäre dann doch gewesen. Ja, und dann sitzt dann, es ist völlig feige. Ja, vor allen Dingen, weil natürlich die Sachverständigen wie der Krömer und wie sie alle heißen, ja natürlich von Anfang an mit in dieser Kampagne mitgemacht haben, ja, und sollen sich quasi jetzt selber kritisieren. Aber sie verstecken, das habe ich ganz oft in der Wissenschaft gesehen, sie verstecken die wissenschaftliche Wirklichkeit in der Mitte, wo keiner liest, aber in der Pressekonferenz reden sie plötzlich von Plausibilität. Und das sind so diese Fluchtwege für die Täter, wie zum Beispiel Lauterbach, der dann bei, wo ist er gesessen, Maischberg oder Illner, wie sie alle heißen, saß er dann, hat gesagt, naja, mehr brauche ich ja keine Studie, um zu wissen, wenn man aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm springt, dass es besser ist, einen zu haben, als einen nicht zu haben.
Ja, also irre. Ich habe dann im Buch geschrieben, lieber Herr Lauterbach, nee, nicht lieber Herr Lauterbach, aber ich hab, ja, das ist natürlich voll plausibel. Plausibel ist aber auch, dass der Fallschirm vorher geprüft wird, dass er eine technische Prüfung standhalten muss. Und das hat man eben überhaupt nicht gemacht mit den Corona-Schutzmaßnahmen und der Genimpfung. Man hat die Leute mit einem defekten Fallschirm aus dem Corona-Flieger geschmissen. Das ist die Tatsache. Das ist plausibel. Und diese Feigheit der Wissenschaftsfunktionäre ist bodenlos. Und es war nicht nur Feigheit, es gab auch Dinge, auf die wir uns geeinigt hatten, was auch ein normaler Bürger weiß, was richtig und was falsch ist. Zum Beispiel, ich stand in der Corona-Zeit öfter auf einer Bühne in der Zeit, wo es erlaubt war. Und mir wurde an einem Ort doch nahegelegt, ich möge doch bitte in meiner Show einbauen, dass die Menschen im Publikum sich doch bitte impfen lassen sollen. Wo ich nur gefragt, seid ihr verrückt? Ich bin doch kein Arzt. Ich kann doch nicht den Leuten da unten sagen, dass sie sich impfen lassen soll. Was ist, wenn jemand eine Nebenwirkung dann bekommt? Dann wurde gesagt, ja, aber es wurde doch behauptet, der Impfstoff habe keine Nebenwirkung. Wo ich nur gedacht, hallo, alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Es gibt Menschen, die sterben, wenn sie eine Erdnuss essen. Es gibt Erdnussallergiker. Weiß ich denn, ob da unten nicht eine Person ist, die vielleicht allergisch auf den Impfstoff reagiert? Das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte, wäre, sprecht mit eurem Arzt darüber, ob die Impfung eine angemessene Therapie für euch ist. Aber selbst dafür wurde ich nicht ausgebildet. Ich bin ein Schauspieler. Warum soll ich den Leuten jetzt sagen, dass sie sich impfen lassen sollen? Und das wurde mir vorgeschlagen, das zu tun, wo ich denke, wo ist der gesunde Menschenverstand geblieben? Naja, das ist ja das eigentliche Spannende. Da wird man sich mal in späteren Forschungen mit zu beschäftigen haben, wenn das Ganze mal vorbei ist, wenn man einfach nur noch wissenschaftliches Interesse hat, was da eigentlich los war. Und da muss man dann mal untersuchen, wer war anfällig für diesen Gruppenwahn? Ja, wer hat sich vor den Karren spannen lassen? Und da wird man rausbekommen, das waren ganz besonders die sogenannten Gebildeten. Ja, also ich denke, dass ganz viele Akademiker damit gemacht haben und Leute, die so handwerklich arbeiten, die vielleicht noch viel unmittelbarer die Wirklichkeit des Lebens wahrnehmen, ja, eher gesagt haben, da stimmt was nicht. Ja, ich warte mal ab mit der Impfung und so. Also, oder welche Persönlichkeit führt dazu, dass man da so mitmacht und welche Persönlichkeit führt dazu, dass man hier kritisch wird und auch standhält? Das werden die eigentlich interessanten Forschungen dann mal sein. Weil wir brauchen kein Milgram-Experiment mehr mit 20 Teilnehmern. Wir haben hier Milliarden Teilnehmer eines Riesenversuchs in jeder Richtung. Und die Psychologie, Soziologie, die wird zu forschen haben, die nächsten Generationen, um herauszufinden, was da eigentlich los war. Ich frage mich nur manchmal, warum funktionieren gewisse Bilder und andere Bilder nicht? Ein Bild, was mir nicht aus dem Kopf geht, oder Bilder, die mir nicht aus dem Kopf gehen, sind die Bilder von umkippenden Sportlern, die jetzt alle was am Herzen haben. Und da frage ich mich, ist das auch so wie bei der Pflegesituation, dass die Situation 2012 schon genauso schlimm war wie heute? Oder ist es in diesem Fall tatsächlich so, dass erstaunlich mehr Sportler auf einmal umkippen als vor der Impfung? Ja gut, da gibt es ja Zahlen dazu, dass da schon mehr waren. Aber wirklich auch das Naheliegendste, die primitivste Empathie wurde abgeschaltet. Ich habe im Buch ein Erlebnis einer Betreuung aus einem Kinderheim beschrieben. Ja, und das muss man sich jetzt mal klar machen, was da gelaufen ist. Ja, in deren Heim wurde ein positiv getestetes Kind 0,0 bedroht von Covid-19. Dieses Kind wurde eine Woche in Quarantäne, in, man kann nur sagen, Einzelhaft gehalten. Ja, es hat das Essen vor die Tür gestellt bekommen. Es durfte nur auf Toilette, wenn sonst niemand auf dem Gang war, und musste man mit ihm kommunizieren, hat man die Tür geöffnet und dann mussten beide Masken tragen und dann wurde kurz gesprochen und die Tür wieder zugemacht. Ja, die Betreuerin hat sich abends auf diese Zimmer geschlichen. Und man hat die Kinder vorher ja unter Todesangst gesetzt. Man hat ihnen gesagt, es ist ganz, ganz schlimm und ihr müsst das machen und sonst sterben auch die Alten und ihr vielleicht auch und so. Ja, und da saßen die verängstigten Kinder, ja, eingeschlossen in ihren Zimmern und dann ist sie hochgegangen und hat sie in den Arm genommen und sie zu trösten. Und ein Junge hat dann mal zu ihr gesagt, wann beginnt denn jetzt das blöde Corona? Ja, weil die hatten ja höchstens Schnupfen. Und die Betreuern,
die sonst immer Kindeswohl und sonst was in den Mund nehmen, ist nicht aufgefallen, dass sie hier Isolationsfolter mit ihren Schutzbefohlenen machen. Und jetzt will ich gar nicht anfangen von den Impfungen. Gerd, du bist doch in Köln. Mir hat eine Kölnerin erzählt, im Kölner Dom wurden an Weihnachten Kinder geimpft, ja. Covid geimpft. Ja, Leute, wer hat euch ins Hirn geschissen? Ja, der Heilige Geist war es nicht. Also es ist, Entschuldigung, die Sprache, da fällt einem nichts mehr ein. Und das ist ein Verbrechen. Da kann man nicht verzeihen und nach vorne blicken und ein paar Fehler diskutieren, sondern wir reden über Verbrechen. Und verzeihen ist eine private Qualität. Ich kann Kollegen verzeihen, die sich da haben reinziehen lassen. Ich kann anderen verzeihen, die vielleicht die auf diese Propaganda reingefallen sind. Aber die Leute, die das zu verantworten haben, am Heiligabend im Kölner Dom Kinder mit einem Ladenhüter der Biowaffenforschung zu impfen, der ein wahnsinniges Risikopotenzial hat, ohne dass die Kinder irgendeinen Nutzen davon haben, ja, das ist ein Verbrecher. Und die müssen vor Gericht sich dafür verantworten. Sonst werden wir in diesem Land keinen Frieden kriegen, weil das wird schwelen wie eine Eiterbeule. Ja? Und deswegen brauchen wir brauchen keine Enquete-Kommission, sondern wir brauchen endlich einen Staatsanwalt, der offiziell unter der Bevölkerung Druck machen, gesagt bekommt, er wird nicht zurückgepfiffen vom Bundesjustizminister, der das nämlich kann, so viel zum Rechtsstaat Deutschland, sondern einen unabhängigen Staatsanwalt, der hier ganz frei und glasklar ermittelt, weil ich rede mich jetzt gerade in Rage, aber wenn ich mir dieses Bild vorstelle im Kölner Dom an Weihnachten, da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Fällt dir was ein, Gerd? Also ich hatte ein Erlebnis am 6. Januar, das war Heilige Drei Könige, da wurde auch irgendeine Pro-Impfung-Predigt da gehalten. Ich bin da rausgegangen, ich habe das nicht mehr ertragen, weil es wurde keine Hoffnung gemacht, es wurde weiterhin Angst geschürt und ich gehe doch nicht in eine Kirche hinein, um noch panischer zu werden, sondern ich möchte mich geborgen fühlen. Außerdem, ich habe das Evangelium gelesen, da ist Jesus noch zu den Kranken hingegangen. Und hat also gesagt, fürchtet euch nicht, aber das war 2020 wurde das Evangelium umgeschrieben. Und man sieht einfach, wie im Jahr 2020 es möglich war, eine sogenannte zivilisierte Gesellschaft, eine fortschrittliche Gesellschaft ins tiefste Mittelalter hinein zu manövrieren, wo man wirklich an absurde Dinge glaubt und sich wirklich vor den Karren spannen lässt einer durch und durch kriminellen Kampagne im Namen der Liebe. Also Leute, nee, also da müssen wir reflektieren. Also der Schaden, der da auch angerichtet wurde, der ist so groß, das werden sie auch nicht unter den Teppich kriegen. Ja, jetzt auch mit irgendwelchen zaghaften Aufarbeitungen. Die Täter werden nicht aufklären können, das wird nicht funktionieren. Was auch gerne vergessen wird, ist, dass zu einer Vergebung gehört ja erstmal, dass die Person, der ich vergebe, auch wirklich um Vergebung bittet und vor allem zur Rechenschaft gezogen wurde. Also wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann muss er zur Rechenschaft gezogen werden und dann bestenfalls bittet er um Vergebung und dann darf ich als Geschädigter entscheiden, ob ich diesem Menschen überhaupt vergebe oder nicht. Aber all das wird ja nicht mehr gemacht. Wir sollen jetzt einfach mal allen Leuten um uns herum einfach so vergeben, als wäre nichts passiert. Wir fangen von vorne an. Da kann man doch direkt sagen, wir sagen am 1. April, sagen wir einfach April, April. Und dann fangen wir von vorne an. Ja, das ist alles nur der Versuch, von der eigenen Schuld abzulenken. Und wie gesagt, die Kategorie Vergebung interessiert mich als Staatsbürger überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist das Recht. Ja, mir ist auch übrigens klar geworden, die Demokratie ist nicht das Entscheidende für Freiheit. Sondern der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat muss funktionieren. Der muss mich vor den Mächtigen schützen können. Und wenn der es nicht kann, dann leben wir nicht in einem Rechtsstaat und dann verlieren wir die Freiheit. Und da schützt mich offensichtlich die Demokratie nicht davor. Und mich interessiert die Kategorie des Rechts. Und wenn Recht gebrochen wurde in diesem massiven Maße, dann muss es einen Prozess geben. Ob ich dann verzeihe oder nicht, das ist dann Privatsache. Aber Verbrechen müssen aufgeklärt und mit dem Rechtsstaat dann auch entsprechend geahndet werden. Sonst übrigens machen ja die Nachfolger das Gleiche einfach nochmal. Ja, also wenn die neuen Anschläge auf das
ich möchte jetzt an der Stelle nochmal den Begriff auch verwenden, es war ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung aus ganz niederen Beweggründen unter dem Versagen des Staates, der es exekutiert hat. Und das wird ja gerade so weiterlaufen. Die Nächsten stehen ja schon in der Warteschlange. Ja? Also einer der Architekten dieses Lockdowns und der Impfkampagne, Jeremy Farrar, rennt ja schon in Davos rum, redet vom Jahrhundert der Pandemien. Wenn Klimaziele nicht erreicht werden. Klimaziele sind ja völlig, völlig subjektiv. Das ist ja völlig irre. Kann man ja damit manipulieren, wie man möchte. Und plötzlich, zack, haben wir die nächsten Lockdowns und dann wird wieder eine Pandemie ausgerufen und schon geht es wieder weiter. Wir werden ja freiwillig für diese Herrschaften, ja, und deren Gewinnerwartungen. Und deswegen schützt uns nur der Rechtsstaat davor. Sonst überhaupt keine Kategorie. Und deswegen war für mich auch die Motivation, dieses Buch zu schreiben, weil wir müssen die Debatte erweitern, und zwar kontinuierlich, bis sie dann auch im Mainstream ankommt, dass es hier um Verbrechen geht. Und Verbrechen müssen vor Gericht verhandelt werden, nicht vor irgendeinem Ausschuss oder einer Enquete-Kommission. Wir sind jetzt noch lange nicht so weit wie in Südafrika. Da kann man das später mal machen. Aber bis dahin müssen die Rechtsverstöße festgestellt werden und die Hauptverantwortlichen müssen verurteilt werden. Sonst interessiert mich die Kategorie Verzeihung überhaupt nicht. Das ist immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass es gegen die Republik ging. Und wir haben das Grundgesetz, das ist für uns die Verfassung, und dagegen wurde verstoßen. Und eben nicht gegen die Demokratie, weil die Demokratie ist ja, die Mehrheit herrscht, aber die Mehrheit kann eben auch manchmal ein Mob sein. Demokratie ist ja, wenn 4 Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es heute Abend zum Essen gibt. Und da merkt man eben, wo das Problem ist. Und deswegen, ja. Und viele wissen das auch nicht. In Amerika gibt es ja 2 Parteien, die sich dadurch definieren. Die eine sagt, im Zweifel soll die Mehrheit herrschen, also die Demokratie. Und die andere Partei sagt, im Zweifel soll die Verfassung herrschen, nämlich die Republik. Und deswegen ist es auch historisch so, und viele finden das überraschend, ich gar nicht, dass die Demokraten für die Sklaverei waren und die Republikaner die Sklaverei abgeschafft haben, weil die Mehrheit war für die Sklaverei, weil die Mehrheit davon profitiert hat. Aber so selbstverständlich, wie unsere Verfassung auch hier ausgehöhlt wurde in Deutschland, frage ich mich, warum war das möglich? Weil ich weiß noch, wie ich im März, April, Mai 2020 gefragt wurde, ja, aber Gerd, wie stark soll denn das Virus wüten? Wie viele Leute müssen denn sterben, bevor du sagst, die Verfassung darf außer Kraft gesetzt werden? Und da habe ich in einer provokanten, aber klaren Naivität gesagt, alle. Das ist das Prinzip Grundrecht. Grundrechte sind Grundrechte, weil sie immer gelten. Und die Grundrechte sagen aus, dass das Leben eines Menschen so viel wert ist wie das Leben von 1 Milliarde Menschen. Du darfst das nicht gegeneinander ausspielen. Aber all das wurde vergessen. Die Freiheit wurde so brutal einem Kosten-Nutzen-Prinzip unterworfen. Ich habe dann Panik bekommen. Ich habe Panik einfach, dass das Prinzip Selbstbestimmung, Freiheit, all das, wofür unser Grundgesetz steht, dass der Mehrheit das überhaupt nichts bedeutet. Ja, oder halt erst dann, wenn es vielleicht zu spät ist oder wenn halt das Opfer sehr, sehr groß war, dann verstehen sie es vielleicht. Und ihre Kinder dann plötzlich keine Chance mehr haben, irgendwas zu werten, weil sie irgendwann mal was Kritisches auf Facebook gesagt haben oder so. Ja, das ist schon so. Aber ich glaube andererseits auch, dass der schlafende Löwe geweckt wurde. Ja, der schlafende Löwe ist die Zivilbevölkerung, die arbeitende Zivilbevölkerung, ja, die sonst keine Zeit hat, sich mit Politik zu befassen. Die will auch mit diesen Ränkespielen nichts zu tun haben. Die will ihr Leben leben in einem einigermaßen sicheren Rahmen. Und ich glaube, die haben verstanden, dass sie die Politik nicht einfach autoritären Dilettanten überlassen dürfen. Und Entschuldigung, das ist jetzt eine ganz wichtige Institution in Deutschland, aber ich sage das jetzt wirklich, weil es war einfach so. Ja, das Inkompetenznetzwerk macht vom Verfassungsschutzgericht einfach nicht Halt. Ja, wenn ich mir schaue, wer da Verfassungsrichter inzwischen wird, ja, das sind keine Freunde der Verfassung und die sind auch nicht fähige oder wirklich intellektuell hochwertige Juristen, die da tolle Artikel geschrieben haben, sondern es ist hanebüchend, wenn man sich das juristisch anschaut. Wenn ich mit Leuten spreche, die da wirklich Ahnung haben, die sagen, was für einen Artikel haben die in letzter Zeit geschrieben, den man lesen konnte im Vergleich zu Kirchhoff, ja, oder auch Papier. Ja, also man hat einfach, die Gesellschaft hat das Problem, einfach Inkompetenz verseucht zu sein. Und dann kommen solche unfassbaren Urteile heraus, wie das Bundesverfassungsgericht. Aber lass uns da konkreter werden. Wir haben ein Prinzip in unserer Gesellschaft und ohne dieses Prinzip funktioniert nichts. Da können wir uns verabschieden vom Rechtsstaat, von der Demokratie, von der Freiheit. Dieses Prinzip heißt Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das heißt,
dass die Verfassung sagt, der Staat darf Grundrechte außer Kraft setzen, wenn es verhältnismäßig ist, wenn es angebracht ist und zweckmäßig. Und ich kann verstehen, dass ein Verfassungsgericht sagt, naja, wir sind jetzt ja auch keine Ärzte und kennen uns da nicht aus, deswegen sagen wir, eine gewählte Regierung darf jetzt einfach mal ein Infektionsschutzgesetz erlassen und darf jetzt mal Grundsätze außer Kraft setzen. Aber ich muss dann dieser Regierung eine Frist setzen, wo sie zum Beispiel nachweisen muss, dass eine außergewöhnliche epidemische Notlage herrschte. Ja, eine angemessene Frist. Ich rede nicht vom Jahr, ich rede von ein paar Monaten. Und die Regierung hätte nie zu keinem Zeitpunkt einen Nachweis bringen können, nach mathematischen Grundsätzen, ja, seitdem man schaut in die Glaskugel, dass es diese Notlage gab. Und das hat das Verfassungsschutzgericht nicht gemacht. Die hat der Regierung einfach Freifahrtscheine gegeben und damit hat sie die Verfassung verraten. Ja, sie hat nicht aus der Verfassung einen Papiertiger gemacht und der uns nicht mehr schützt. Und wir müssen ganz dringend auch in der Aufbereitung darüber sprechen, wie kriegen wir wieder kompetente Verfassungsrichter ins Verfassungsgericht, die uns dann auch schützen. Ja? Es ist im Moment nicht so, dass das Verfassungsgericht die Bürger vor einer durchgeknallten Regierung schützt, sondern sie schützt eine durchgeknallte Regierung vor Kritik der Bürger. Und da brauchen wir jetzt nicht nach Polen schauen und sagen, ah, die haben ein Problem im Rechtsstaat. Nee, die Probleme im Rechtsstaat haben wir. Sobald ein Richter mal ein Corona sinnvolles Urteil gesprochen hat, zur Maskenpflicht oder sonst was, wurde er staatsanwaltlich verfolgt, wie dieser Familienrichter, Herr Detmar aus Weimar. Ja? Hausdurchsuchung privat, dann auch in seinem Büro. Dann ist jetzt ein Verfahren, ich weiß nicht, wie der Terminus technicus heißt, also Dienstenthebung oder sonst was. Ja, also es ist Maro pur. Bestrafe ein, erziehe vielen. Und dann haben einfach die anderen Richter keinen Mumm mehr. Und das ist eine völlige Schieflage unseres Rechtsstaats, der auch Corona und diesen Anschlag auf die Bevölkerung erst ermöglicht hat. Auch darüber müssen wir ganz tiefgreifend sprechen. Ja, weil was mir total gefehlt hat, ist eine Sprecherin für die Verfassung. Selbst wenn wir einen Virus haben, der dafür sorgt, dass unglaublich viele Menschen sterben und nicht so ein Virus, wie wir es jetzt hatten. Der Virus hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass ich vom Kölner Ordnungsamt davon überzeugt werden musste, dass das Virus so gefährlich ist. Ist ja auch so absurd. Wenn das Virus wirklich gefährlich gewesen wäre, richtig gefährlich, dann hätte man mir nicht mit Polizeigewalt und mit dem Ordnungsamt einreden müssen, dass ich zu Hause bleibe. Dann wäre ich zu Hause geblieben. Das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst, weil all diese Pandemiemaßnahmen, ja, sobald die Dinge gefährlich sind, kriegt man das mit und dann hält man sich dran. Ja. Ich brauche keinen Maskenzwang. Sobald es klar wird, dass es sinnvoll ist, halte ich mich dran. Und dann trage ich sie auch richtig. Ja? Maskenzwang führt doch dazu, dass die Leute sonst was machen, nur nicht korrekt Masken tragen. Also völlig richtig. Ja? Und unser Staat wird nicht funktionieren, wenn politisch eine wissenschaftliche Meinung durchgedrückt wird und dann mit Macht eben die wissenschaftliche Diskussion unterdrückt wird und der Verfassungsgericht sagt, ja, ist halt so, dürft ihr. Dann sind wir am Ende. Also dann können wir uns wirklich von der Bundesrepublik verabschieden. Also das muss in einer offenen Debatte geklärt werden. Nur eine offene Debatte garantiert verantwortliches politisches Handeln. Und diese Debatte wurde brutal unterdrückt. Brutal, mit teilweise beruflichen massiven Schwierigkeiten. Gibt es da viele Beispiele. Also es ist ein wirkliches, ja, wie kann man das mal sagen, Armutszeugnis. Ein hochrangiger Kollege, der Universitätsleiter war, jetzt pensioniert, sagt, es ist einfach ein Staatsversagen, was da passiert ist. Also stellen wir uns mal vor, wir haben ein Virus, an dem 10% der Bevölkerung zu sterben droht. Dann kommen Politiker daher und sagen, jetzt aus gewissen Gründen muss ich gewisse Prinzipien der Verfassung außer Kraft setzen. Dann möchte ich trotzdem immer noch eine Institution haben, die Verfassung verteidigt. Und zwar radikal bis zum Schluss. Bestenfalls das Bundesverfassungsgericht. Ja, dazu ist es ja da. Das ist ja seine Aufgabe. Und die Aufgabe ist es eben, die Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Das ist das Zauberwort. Ohne die Verhältnismäßigkeit haben wir Willkür. Ja. Und sie kann nicht sagen, auf unbestimmte Zeit darf der Staat alles annehmen, alle Pandemien ausrufen und dann loslegen. Nein, er muss es objektiv belegen. In einer offenen Debatte muss es belegt werden. Und wenn wir das nicht durchsetzen, dann haben wir einfach schlichtweg Willkür. Dann brauchen wir auch die Verfassung nicht mehr.
Wenn ich sage, okay, die Verhältnismäßigkeit, die ich jetzt errechnet habe, bringt mich zu dem Schluss, dass ich als Politiker für eine kurze Zeit Prinzipien der Verfassung außer Kraft setzen muss, dann werde ich am Ende der Maßnahmen, wenn die Verfassung wiederhergestellt ist, sagen, und jetzt übernehme ich Verantwortung, ich trete zurück, weil ich habe die Prinzipien außer Kraft gesetzt und das war nicht in Ordnung. Vielleicht notwendig, aber nicht in Ordnung. Oder ist das einfach ein naiver Traum von mir, dass unsere Politiker so moralisch sind? Ja, also ich glaube, Politik muss man sich völlig anders vorstellen. Heutzutage geht es ja auch nicht mehr darum, dass man in irgendeinem Beruf reüssiert, ob es eine Schreinermeisterin ist oder ein Arzt oder ein sonstiger Beruf, um dann sich mal für die Gesellschaft politisch zu betätigen, sondern man wird ja Berufspolitiker. Ja, also man hat eine entsprechende Karriere durch Institutionen, NGOs, wie auch immer, in diesen ganzen Vorfeldorganisationen der Parteien und dann dient man sich so hoch. Und das Einzige, was die Kernkompetenz ist, die Frage, wie sichere ich meine Karriere und die Wiederwahl, das ist die Kernkompetenz. Und mir scheint es so, dass dabei die Verantwortung, was mein Tun eigentlich bewirkt, völlig ins Hintertreffen gerät. Und dass die heutigen Politiker da auch gar nicht mehr spüren, dass sie Entscheidungen treffen, die anderen schaden. Also ich habe ja mit mehreren Politikern zu tun gehabt, auch früher. Ich hatte nie das Gefühl, dass die in der Lage waren, Sachfragen wirklich zu antizipieren. Ja, also eine ganz große Ausnahme, ich muss es einfach sagen, war Sarah Wagenknecht. Die hat wirklich zugehört. Da habe ich erklärt, dass wir zu viele Intensivbetten haben. Das war für sie neu und das hat sie dann aber auch verstanden. Mit anderen Politikern, egal welcher Partei, kann ich gar nicht drüber reden, weil die gehören gar nicht zu. Die nehmen nur die Satzfetzen auf, was ihnen nützen könnte, irgendein Narrativ zu verbreiten, was sie wieder irgendwie in die Schlagzeilen bringt, im Sinne eines positiven PR-Effekts. Also ich glaube, wir haben da ein grundsätzliches Politikproblem. Und also es ist schon sehr tiefgreifend. Also wie Corona hat alles so ein bisschen hochgespült, was da schief läuft. Und all das hat auch dazu geführt, weil wenn wir irgendwo Verantwortung, irgendwo Kompetenz in der Gesellschaft, in den Spitzenpositionen gehabt hätten, hätte dieser Anschlag niemals exekutiert werden können. Ja, die Biowaffenlobby hätte ihren Ladenhüter niemals durchsetzen können. Das war 2020, hat man es ja schon mal 2009 mit der Schweinegrippe probiert. Das war, ging ja vom Hersteller auch ganz klar aus, die Ausrufung der Pandemie. Und da hat die Gesellschaft noch gemerkt, dass was schiefläuft nach ein paar Monaten. Da hat es nicht funktioniert. Vor 30 Jahren hätte es niemals funktioniert. Vor 30 Jahren hätten Leiter von Gesundheitsämtern, nicht nur Herr Pürner, sondern alle Hausärzte hätten gesagt, hoppla, hey, was macht ihr da für eine Panik? Stimmt doch gar nicht. Aber 2020 sind wir reif dafür. Und darüber müssen wir sprechen. Deswegen geht, um das vielleicht auch zu sagen, bietet die Aufarbeitung von Corona eben auch so eine Chance. Ja, weil sie all diese Schwachstellen der Gesellschaft offenlegen kann und dass es dann auch der Gesellschaft bewusst wird, dass wir da was ändern müssen. Wenn wir einfach so weitermachen und so eine wachsweiche Enquete-Kommission mit ein bisschen Entschuldigung und so weiter machen, dann werden wir diese Chance verspielen. Kann das daran liegen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die deutlich mehr mit Bildern arbeitet als noch vor 20, 30 Jahren, auch aufgrund des Internets, aufgrund auch der Globalisierung des Netzes, weil Bilder von Hospitälern mit Pflegenotstand hat es immer gegeben, kommunal hier und dort. Wichtig ist halt nur, dass ich ein Bild finde von einer Station, wo gerade ein Notstand ist, und dann zeige ich das. Oder Bergamo, diese Bilder, die wir alle kennen, die wurden dann gezeigt. Noch vor 20, 30 Jahren war es nicht möglich, diese Bilder so ständig zu wiederholen, dass Leute morgens wach werden, die nehmen ihr Handy zur Hand und haben das Bild dann da. Noch vor 30 Jahren hat man um 20 Uhr einmal Tag Tagesschau geguckt, dann bekam man 15 Minuten ein paar grausame Bilder, obwohl nicht wirklich 15 Minuten, ein paar Minuten ging ja auch mit Wetterbericht und mit Sport drauf. Aber jetzt ist das allgegenwärtig. Man sieht die Bilder immer und überall. Also was ist, wenn die Welt gar nicht schlimmer geworden ist, nur wir sehen halt öfter schlimme Bilder? Das bietet sich auf den ersten Blick an, das so zu sehen. Andererseits gab es in der Geschichte schon immer auch Völkermorde und Gruppenwahn. Also jedem Weg der Völkermord geht ein Gruppenwahn voraus. Und das eben oft dann eben ohne solche präsenten Bilder. Das ging dann auf andere Weise. Also ich glaube auch nicht, dass wir besser oder schlechter sind wie unsere Vorfahren, sondern dass einfach bestimmte Gruppendynamiken auch heute noch einfach funktionieren.
wie diese Auslösung des Gruppenwahns. Das funktioniert. Aber du sagst ja selber, es wäre vor 30 Jahren so nicht möglich gewesen. Es muss sich ja was verändert haben. Jetzt hast du mich erwischt. Das stimmt. Vielleicht deswegen. Ein Gruppenwahn hinterlässt immer eine Wüste, eine Zerstörungswüste. Und danach haben die Kräfte wieder eine Chance, die eben konstruktiv sind und aufbauen. Das sagen die Evolutionssoziologen auch, weil die Gesellschaften entwickeln sich in Zyklen. Die einen bauen auf, die anderen reißen ein. Und vielleicht war Deutschland oder auch der Westen durch den Zweiten Weltkrieg und diese Zeit und der Kommunismus sowieso so geschädigt. Man hat also so einen Schaden, so ein Desaster hat dieser Gruppenwahn hinterlassen, dass dann mal wieder eine Weile die vernünftigen Leute ran durften, um aufzubauen. Aber es ist dann einfach auch zu gut gewesen. Ja, wir haben zu viele Reserven angelegt. Uns ging es anscheinend so gut, dass man es sich leisten kann, dass also seltsame Menschen Minister werden, keinen vernünftigen Satz auf die Reihe kriegen. Und unsere Gesellschaft ist der Meinung, man könnte sich sowas leisten. Es wird eben schief gehen und man macht sich eben auch dann wiederum anfällig für solche Gruppenwahnanschläge. Vielleicht hört sich das plausibel an für dich, Gerd? Ja, wir können das ja auch mal anhand deiner Person versuchen zu erklären. Denn es gibt Staatsverbrecher, aber ein Verbrechen wird dann epidemisch, wenn genug Leute wegschauen. Und jetzt hast du nicht weggeschaut. Und meine Frage ist, kannst du selbst erklären, warum du nicht weggeschaut hast und vor allem, wo dein Mut herkommt, dagegen anzugehen? Weil es gibt diese Dokumentation auf der Achse des Guten, der Ankläger Dr. Frank, da sieht man dich mit deiner Frau und ihr werdet gefragt, wie ihr das durchgestanden habt, weil ihr ja auch sehr viel Gegenwind bekommen habt und es wird dann an einer Stelle sehr persönlich, euch beiden kommen die Tränen und ich kann das komplett nachvollziehen, weil es war gewiss eine harte Zeit für euch, aber jetzt mal ganz ehrlich, woher kommt deine Kraft, nicht wegzuschauen, hinzuschauen und dann auch noch tätig zu werden? Das kann man ja sehr viele Menschen fragen in der Corona-Krise. Ja, also ach gut, bei Reitschuster später, auch bei Tichy, Anfang ja noch nicht. Es gibt sehr, sehr viele, die multipolar, also all diese auch journalistischen Widerstandsnester und so. Und viele Kollegen haben sich exponiert. Viele haben auch im Stillen opponiert, auf eine Weise, die ich jetzt nicht öffentlich machen kann. Das ist eben die Frage, warum die einen, warum die anderen nicht? Und da werden viele Forschungen drüber zu machen sein. Da gibt es viele, viele Diplomarbeiten und Bachelorarbeiten und von mir aus auch Promotionen werden da kommen, wenn das Ganze mal verraucht ist. Bei mir war es so gewesen, dass ich vielleicht durch meine an sich Medizinkritik, ja, und meiner Meinung nach gibt es gute Argumente dafür, dass die moderne Medizin die Todesursache Nummer 3 in westlichen Ländern ist. Also das ist ein starker Tobak, aber da gibt es sehr viele Argumente, deshalb schreibe ich ja seit 15 Jahren. Also ich war schon gewohnt, ein bisschen so am Rande zu stehen, aber ich war auch immer, respektiert. Ja, ich habe ja auch Symposien an der Uni auch mitveranstaltet oder war in Fachausschüssen gesessen. Also ich war dieser Oppositionsrolle gewohnt. Das hat mir vielleicht von Anfang an geholfen. Ich muss nicht an irgendwelchen schönen runden Tischen sitzen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei ganz vorne. Mir ist es mir völlig egal. Mir ist auch völlig egal, ob ich da ausgegrenzt werde von irgendwelchen medizinisch-wissenschaftlichen Gremien, weil ich doch weiß, wie die ticken dort. Also da habe ich keinen großen Verlust. Insofern fiel es mir vielleicht ein bisschen leichter wie anderen, hier klarer öffentlich zu sagen, dass das ein ziemlicher Käse ist, was wir gerade erleben. Aber es gibt so viele Menschen, die da protestiert haben, die sich engagiert haben. Man hat natürlich von denen in den Medien, in den klassischen Medien nichts gesehen, aber die waren da in Heidelberg als, muss ich überlegen, das eine Krankenhaus in Heidelberg hat im vorauseilenden Gehorsam Mitarbeiter von Entlassung bedroht, die nicht geimpft waren. Ja, da war es noch gar keine Rechtslage. Und da hat sich jeden Mittwoch eine Demonstration vor diesem Krankenhaus versammelt, um zu protestieren. Jeden Mittwoch, das ging 40 oder 50 Wochen. Teilweise waren das 1000 Teilnehmer. Es sind so viele, die sich engagiert haben und die da auch mutig waren. Wobei Mut, weißt du, Gerd, als wir jung waren, ja, haben wir gedacht, wir können über unsere Großeltern richten, ja, weil sie vielleicht im Dritten Reich mitgemacht haben, weil sie vielleicht nicht protestiert haben, weil sie vielleicht
jüdische Mitmenschen nicht versteckt haben. Doch was drohte denn unseren Großeltern? Ja, das war Gestapo-Folter. Ja. Und uns, was droht denn uns, wenn wir den Mund aufmachen? Also gut, ein bisschen Schwierigkeiten. Vielleicht kommt mal der Staatsanwalt und macht eine Hausdurchsuchung oder so. Aber hey, also wenn wir jetzt, wenn das jetzt großer Mut sein soll, dann sollten wir wirklich unseren Großeltern keine Vorhaltungen machen, dass es zum Dritten Reich kommen konnte. Ich will jetzt den Vergleich nicht überstrapazieren, das sollte man mit Corona nicht. Aber im Falle des Mutes oder was anderes, Gerd, ich hoffe, es artet jetzt nicht aus. Überhaupt nicht. Passt vielleicht auch gerade. Vor kurzem hat mir meine Mutter eine Mappe in die Hand gedrückt. Und sie sagte, das hat sie gefunden in einer alten Kommode. Sie wusste, dass da lag irgendwas drin, hat aber da jahrelang nicht reingeschaut, irgendwas Wichtiges. Und es hat sich herausgestellt, es ist die Akte meines Opas, und zwar bezüglich seines Entnazifizierungsprozesses. Und mein Opa war für mich, der ist gestorben, da war ich 18. Und ich habe den so als ruhigen, stillen Mann, der sich für Politik nicht interessiert, in Erinnerung, der mit mir im Wald spazieren gegangen ist, aber ansonsten ziemlich verschlossen war. Und ich wusste, dass er eben Ortsgruppenführer war in einem Dorf, Parteimitglied. Und es gibt so Bilder aus seinem Büro, wo hinten diese typische Kratznarbe ist im Foto, wo das Hitlerbild weggekratzt worden ist, dass das im Familienalbum bleiben kann. Ja? Also so ein bisschen schon Mitläufer. Und so war er bei mir irgendwie ein bisschen abgespeichert, so ein bisschen überheblich. So, und jetzt habe ich mal seine Akte gelesen. Gerd, ich habe gestaunt. Ich habe echt gestaunt. Mein Opa hat in Offenburg Jungsozialisten gegründet in den 20er Jahren. Er war Abonnent der Weltbühne. Ja, die Weltbühne. Karl von Ossiewski. Ja. Er kannte Tucholsky persönlich. Mein Gott, hätte ich das gewusst als 18-Jähriger. Gut, da war mal Tucholsky, war mir schon Begriff. Ich hätte ihn so gern gefragt, ja, was er da mit ihm erlebt hat. Und dann hat seine Familie alles verloren, ja, in der Weltwirtschaftskrise. Alles. Die waren arm. Und er wollte Lehrer werden. Und du musstest in den 30er Jahren dann im Dritten Reich, musstest du in die Partei eintreten, um Lehrer zu werden. Ja, und dann ist er Lehrer geworden, wurde dann Dorflehrer. Und in diesem Dorf ist der Ortsgruppenleiter gestorben. Und einer musste es machen. Ah, der Lehrer macht's. Ja. Und das war, haben Zeugen ausgesagt, dass der Lehrer, dass beim Lehrer durfte man offen sprechen, der war gegen den Krieg. Der hat eine NSDAP-Frauengruppe verhindert in seinem Dorf. Also ich habe den Hut gezogen vor diesem Mann und ich habe ihn so als Mitläufer abgestempelt. Und deswegen, was hat diese Generation mitmachen müssen? Wie hat diese Generation ihre Authentizität, ja, ihre Menschlichkeit erkämpfen müssen? Und ich glaube, das, was wir jetzt da gerade erleben, also das ist da eher nur eine, so eine, ich will es nicht verharmlosen, also die Impfung ist ein echtes Menschheitsverbrechen, echt, also fürchterlich. Aber es ist nicht singulär. Ja? Also jede Generation hat da ihre Prüfung, hat ihre Zeiten. Und heute oppositionell zu sein, erfordert nicht die gleichen Opfer, wie vielleicht unsere Großeltern bringen mussten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu pathetisch, oder? Überhaupt nicht. Dann baue ich gerne auf deine Bescheidenheit auf und sage, gut, es braucht nicht so viel Mut heute, um kritische Fragen zu stellen. Aber dann stellt sich die neue Frage, warum sind wir von so viel Feigheit umgeben? Ja, das ist einfach, glaube ich, im Grunde genommen, jetzt, wir philosophieren ja jetzt so ein bisschen, ja, und wir können vielleicht nachher nochmal ganz konkret die Täter nennen, was passieren muss. Aber es ist unterm Strich, glaube ich, tatsächlich eine Art Dekadenz, die entsteht, eine Art gesellschaftliche Degeneration. Das sind die Zyklen, die die Evolutionssoziologen beschreiben. Und wir leisten uns eben eine Führungsmannschaft, die völlig inkompetent ist, aber mit großen, tollen, irgendwelchen Utopien glänzt. Ja, die völlig unfähig sind, wirklich. Also das ist doch nun wirklich jedem klar. Ja, welcher Minister hat denn irgendwas drauf? Und das sorgt eben dafür, dass, und die haben, Entschuldigung, ich frasel ein bisschen, also diese Inkompetenznetzwerke, die das möglich machen, die gehen einfach gegen kompetente Meinungen vor. Und jeder, der eine kompetente Meinung äußert, kriegt eins auf den Deckel und hat inzwischen Angst. Und dann sind die noch eben angestellt, haben ein Häuschen abzubezahlen. Und dann halten sie eben die Klappe. Wobei eher so unsere Generation musste man dermaßen disziplinieren. Ich glaube, die Jungen werden heute wirklich auch nach Dummheit ausgewählt, um Karriere zu machen. Also muss man ganz blöd so sagen. Also meine Herren, also was ich da für Sachen höre, Leute, habt ihr überhaupt keinen Sachverstand, überhaupt keine Bildung? Also um es nochmal kurz zu beantworten, es ist eine gewisse Dekadenzerscheinung, die wir gerade erleben.
Dann reden wir über die Täter. Sie sind unter uns, in der Politik, in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, in der Kirche. Sie sind überall und sie werden weiter mit uns leben. Wie gehen wir also mit den Tätern um? Gleiche Antwort wie vorhin. Es gibt ein Recht und wenn die gegen Recht verstoßen haben, dann müssen sie sich dafür zu verantworten haben. Und jetzt haben wir es ja nicht. Aber die Gerichte haben das ja auch mitgetragen. Die Gerichte haben all das. Die Gesetze gelten trotzdem und die müssen durchgesetzt werden irgendwann. Also deswegen, das ist natürlich alles verzögert, aber wir werden, wenn wir, also um anderes, um es mal einfach so zu sagen. Wenn ich als Autofahrer, ja, um abzukürzen, jahrelang die Einbahnstraße fahre und das mit 100 Sachen und ich werde, und ich finde es okay. Ja, okay, wenn mich dann die Polizei blitzt, dann habe ich ein Problem, der Führerschein ist weg für ein Jahr oder wie auch immer. Wenn ich aber durch diese Einbahnstraße durchbretter mit 100 Sachen und dabei eine Familie totfahre, dann habe ich keine Ordnungsstrafe, dann habe ich kein Verkehrsvergehen begangen, sondern muss mich verantworten wegen fahrlässiger Tötung. Und so muss man das gerade sehen. Hier haben Minister, Behördenleiter agiert, wie sie immer agiert haben. Ja, ein bisschen Lobbyarbeit, ein bisschen die Gesetze beugen, ein bisschen hier mitmachen, ein bisschen da mitmachen. Nur diesmal ging es richtig schief. Diesmal sind Millionen geschädigt worden und mutmaßlich Zehntausende umgebracht worden vom Staat durch Politiker, die das exekutiert haben und Behördenleiter. Und da müssen wir drüber reden. Das ist fahrlässige Tötung und die muss vor Gericht landen. Wir reden hier ganz konkret über die Gesundheitsminister, ja, Spahn vor allen Dingen, aber natürlich auch Lauterbach, da auch die Staatsbeamten, also die hochrangigen Beamten und deren Behördenleiter, also Cicocek und Wieler. Das ist meiner Ansicht nach, haben die fahrlässige Tötung sich zu verantworten. Und bevor das nicht aufs Tapet kommt, brauchen wir über Aufbereitung überhaupt nicht sprechen. Da gibt es dort andere noch. Die Innenminister, die den Lockdown zu verantworten haben, die also die Schadensberichte die, oder die Schadensberechnungen, die man ja braucht, ist ja ihre Aufgabe, ja, das Tun auch zu berechnen, was es da für Schaden stehen können. Das haben sie sträflichst unterlassen. Sie haben jede Sachkompetenz quasi ausgegrenzt, ja, fast schon zum Verfassungsfeind erklärt. Die müssen sich verantworten für die Lockdown-Toten und Schäden. Dann haben wir natürlich die Bundeskanzler. Da wäre meines Erachtens, und das sage ich ganz bewusst und im Wissen, dass Paragraph 7 Völkerrecht eigentlich im deutschen Verständnis für Nazi-Verbrechen reserviert ist, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber wenn man sich diesen Text anschaut und auch die Urteile, die zu anderen Verbrechen gemacht wurden, dann ist das nicht auf Nazi-Verbrechen beschränkt, sondern es ist beschrieben als systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung. Und die Bundeskanzler haben den exekutiert, bewusst oder unbewusst, im Auftrag des Biowaffennetzwerks. Und meines Erachtens müsste auch das Corona-Verbrechen in Den Haag verhandelt werden. Eine Klage dort ist auch anhängig. Das ist natürlich jetzt, das sagen viele Juristen, ja, aber das heißt ja nur ein Staat, der einen anderen Staat angreift. Finde ich als laienhaft nicht unbedingt so, wenn man den Text liest. Also es ist als systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung beschrieben. Das ist die ganz große Ebene. Und dann gibt es diese vielen, vielen Vergehen in den Behördenebenen, in Landratsämtern, die Begehungsverbote bei Ungeimpften im Krankenhaus. Es gibt die vielen, vielen Griffigkeiten der Polizei gegenüber Corona-Demonstranten. Es gibt sehr, sehr viele Verbrechen, die man behandeln kann. Und viele davon müssen nicht unbedingt zu Gerichtsverhandlungen führen, weil das sind ja begangen worden von Leuten, die sich haben aufhetzen lassen vom Staat, muss man sagen, und von der Kirche, liebe Pfarrer und Bischöfe, von euch. Ja? Und da kann man dann auch mal über Verzeihung reden. Aber die Großen, ja, die wirklich die Regierung, die großen Entscheidungen gefällt haben, die wirklich diesen Zulassungsprozess, der hochkriminell war, ja, also die es wirklich politisch ein Arzneimittel durchgedrückt haben, was medizinisch niemals genehmigt worden wäre, die müssen sich vor Gericht verantworten. Das ist das, was mich interessiert. Alles andere ist völlig sekundär.
Warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. So lautet der Untertitel deines Buchs Das Staatsverbrechen, das ich nochmal allen Hörern ans Herz legen möchte. Also, am Ende dieser Sendung auf www.achgut.com gehen, da auf den Shop gehen und sich das Buch bestellen und es lesen. In meinen Augen ist es nicht nur eine Anklage, es ist eine nötige, schallende Ohrfeige. Vielen Dank, Gunter Frank, für das Gespräch. Vielen Dank, lieber Gerd.